Guten Tag, Deutschland, Österreich, Schweiz, Liechtenstein, Luxemburg. Wir sind auf jeden Fall kurz vor der Reise nach L.A. Wie lange ist her? Ein Jahr? Ein Jahr. Vor genau einem Jahr haben wir irgendwo hier geparkt und haben einen Burger gefunden. Und heute schauen wir da nochmal so vorbei, weil also noch nie hat mir jemand über diesen Burger geschrieben, nee, der schmeckt nicht oder ist nicht so geil, wie ich gesagt habe. Wer von euch weiß eigentlich jetzt schon, welcher Burger das ist? Wir sind hier im 15. Bezirk. Wer von euch weiß? Die Sache ist, seit ich dieses Video gedreht habe, war ich wirklich auch nicht mehr hier. Warst du noch mal hier? Ja, aber kurz nach dem Video. Ich glaube, das Video hieß der Burger der Burger oder sowas. Burger der Burger. Ja. Vor 9 Monaten. Jetzt ist das Kind geboren. So, Ladies and Gentlemen, genau hier sind wir gestanden vor 9 Monaten. Ich glaube sogar, eigentlich hast du den irgendwie rausgesucht. Jemand in Instagram hat den geschickt. Somit einer von euch hat ihn gefunden. Ich habe gesagt, ich kenne den. Und dann hast du gesagt, Es sieht immer noch gleich aus, was sagt ihr? Also erstmal herzlich willkommen im Video, ihr beiden Schnecken. Wie geht's euch? Ja, super, bestens. Super. Ich muss echt sagen, es waren harte Wochen, vor allem nach eurem Video. Von früh bis spät, nur Stand. Und das freut mich aber. Das ist geil. Ich bin euch wirklich sehr dankbar. Gleich am nächsten Tag sind Leute gekommen. Es sind richtig viele Leute. Also das Einzige, was ich sicher sagen kann, ich habe noch nie eine schlechte Nachricht gehört. Du hast kritisiert, dass die Essiggurken für deinen Geschmack ein Ticken zu groß sind. Ich habe mir das gedacht, weil bei Tacos oder mexikanischen Küche hast du ja oft Pico de Gallo. Ja. Oder so Tomatensalsa. Ja. Warum macht man nicht so eine Essiggurkensalsa mit kleingeschnittenen Zwiebeln, kleingeschnittenen Tomaten und das gleich in einem Mix und dann so auf die Unterseite des Burgers? Ich muss sagen, wir haben das ausprobiert und waren voll begeistert. Wir machen einfach mal einen Burger. Ich filme dir ein bisschen über die Hände, wenn es okay ist. Wir verraten keine Geheimnisse und dann probieren wir. Und danach machen wir vielleicht zusammen mal einen. Letztes Mal stand auf jeden Fall hier ein Grill, gell? Das genau, weiß ich genau. Noch. Der war circa so groß. Genau. Okay, oder so klein, ja, der war so klein. Klein. Und jetzt hast du hier einen neuen. Okay, das ist ein Riesending auf jeden Fall. Genau. Dazu lernen. Ich weiß aber noch, dass du irgendwie meintest, damals, ihr habt nur so eine gewisse Anzahl, ich weiß nicht, wie viele das waren, aber lass es 100 gewesen sein. Es wird jeder, der einen Burger möchte, einen bekommen. Ein Double Cheese, bitte. So. Genau. Wichtig ist, schön mit Gefühl runterdrücken. Ja. Und dann mit kreisenden Bewegungen, dass du den Rand ein bisschen dünner bekommst als das Mittelstück. Weil Smashburger lebt so ein bisschen von Heterogenität. Ja. Das fand ich auch eine geile Idee, das machst nur du. Ich bin halt voller Verfechter von China Kohl, weil es gibt einfach mehr Textur im Burger. Ja. Das Eisberg Salat. Boah, ich mache mir Sorgen, dass das hier hätten wir, glaube ich, nicht herzeigen sollen. Genau, wir haben am Brot auch ein bisschen gefeilt. Ich bin gespannt, ob sie hier irgendwie einen Unterschied merkt. Ich weiß noch, dass es mir ein bisschen zu trocken war, ne? Zu das brotig. Brot war der zu brotig. Genau, es war zu viel am Brot. Ja, aber ich weiß eh, was du meinst. So. Ich glaube, Shake, als das erste Mal gegessen habe, dann war es halt dann, oh, Martins Potato waren überall. Aber es gibt viele gute andere Buns auch. Ja, wir haben eh schon überlegt, aber im Endeffekt haben wir uns gedacht, wir bleiben unserem Produkt treu. Das ist echt schmeckt. Ich weiß jetzt nicht, wie laut es hier ist, Ladies and Gentlemen. Das habe ich genau das letzte Mal auch gesagt. Aber es ist, wie es ist. China Kohl, 2 Patties mit jeweils 2x Käse, also einmal Käse auf jedem Fleisch. Und dann unten haben wir diese Mischung, Essiggurken gewürfelt, Zwiebeln und Tomaten. Alles in einem, im Deckelsauce und am Bodensauce. Ich mache jetzt gleich auch nochmal mit dem Burger. Die einzige Sache, die mir jetzt gerade hier fehlt, ist Kruste am Fleisch. Wow. Es fühlt sich an, als hätte der Burger 2 Böden und keinen Deckel mehr. Der Deckel ist ungefähr genauso wie der Boden und ist sehr, sehr geil. Kann sein, dass ich mir jetzt Feinde mache. Ich glaube, für mich ist das aber wahrscheinlich sogar der beste Burger in Wien, jetzt so, wie ich ihn gerade hier esse. Das müsste man 1:1 mal vergleichen, nebeneinander mit so 2 anderen Filialen noch. Aber Top 3 ist der Burger 100%. Boah, er schaut doch so größer aus. Echt gut. Bro, du hast in jedem Biss alles, was du siehst. Man schmeckt die Zwiebeln sehr raus, das muss man mögen. Das Brot ist definitiv weicher geworden. Eieiei. Erstmal, was Adam gerade gesagt hat, stimmt zu 100%. Du hast in jedem Biss alles. Dann kommt dazu, dass er dieses ganze Gemüse
von Tomate bis Essiggurke und Zwiebel alles kleingewürfelt hat und zusammen reingeworfen hat, ist geil. Würde, glaube ich, vom Geschmack würde ich noch ein bisschen mehr Zwiebeln in diese Mischung reinhauen. Ich mag die Zwiebel sehr, sehr raus. Okay, dann ist das eine Geschmackssache. So, dann wird es wahrscheinlich sitzen, weil ich bin Zwiebelfan. Okay. Ich bin zum Beispiel gar kein Zwiebelfan. Aber ist noch okay für dich? Nein, es schmeckt sehr gut. Aber ich sage nur vielleicht für die Leute, die sich dann denken, aber es ist... Dann haben wir das schon mal geklärt. Es sind kaum Sachen aus dem Burger rausgefallen. Es sind 3 Stücke China Cold, das war's. Das hier war eine starke Nummer. Er hat nur ein bisschen die Kruste nicht so perfekt hinbekommen. Ich werde die besser hinbekommen. Hoffentlich. Sagt. Ja, ist noch geiler, ehrlich. Noch geiler? Ja, ich finde die noch geiler. Okay, die Kruste hätte jetzt noch ein bisschen besser sein können, aber das mache ich jetzt. Ja, das machst du. Jetzt schauen wir mal, ob ich es hinbekomme. Buns buttern, beschweren mit Gewicht, Fleisch drauf, smashen, Buns sind dann ungefähr fertig. Umdrehen nochmal kurz auf der Rückseite, aber nicht so lange wie die anderen. Dann Soße, die Mischung hier, in den Deckel China Coal, Fleisch, zusammenklappen. Wenn du noch Pfeffer und Salz drauf geben hättest, dann hättest du nur 1. Damn! Was ist der Unterschied zwischen denen? Keiner. Keiner, schaut einfach besser aus. Sieht jetzt aus, als würde ich Toiletten putzen. Schaut das jetzt so Toilettenputzweite. Mit den schwarzen bist du direkt Gourmet kochen. Ja, genau. So, Ladies and Gentlemen, Randy übernimmt jetzt die Speisekammer. Mit Code Randy. Kein Rabatt. Ich habe den Unterschied gemerkt, wollte ich nur sagen. Für mich hat sich das ein bisschen angefühlt, als wären es zwei Böden. Damit du mit den Handschuhen nicht das Fleisch anbrichst. Okay, machen wir so einmal hier, boom. Das sind so 60, 70 Gramm. Mate. Mit Gefühl smashy, ladies and gentlemen. That's what she said. Schauen wir, ob die schon verbrannt sind oder nicht. Das ist jetzt wichtig. Burger Sauce. Ich sage euch ehrlich, das ist eine sehr, sehr leckere Soße. Ich weiß nicht, was da drin ist. Von innen nach außen oder von außen nach innen? Je nachdem, wie der Mond steht. Ah, okay. Das hier kann man auf jeden Fall noch besser smashen. Ist ein bisschen zu dick auch, gell? Ist aber jetzt zu spät, jetzt kann ich nicht mehr nachsmashen. Bevor noch mehr schief geht, sag's, was du vergessen. Das habe ich nicht vergessen, ich wollte dich nur testen. Du bist nur selbst, du musst nur selbstbewusst wirken, dann passt das schon klar. Ist soweit. Und das ist gut. Also Schwierigste ist natürlich das Fleisch so überhaupt. Ist. Und ich weiß, es sieht immer sehr leicht aus, man dreht so ein Video und meckert dann über einen Burger, wo sich ein Typ 2 Jahre lang Kopf gemacht hat. Es gibt Leute, die können Burger braten und es gibt Leute, die können Burger essen. Und ich bin der, der sie essen kann. Jetzt bin ich nur am Überlegen. Ist der auf 300 Grad? Nein, die Anzeige ist falsch. Okay, weil die Kruste könnte heftiger sein, wenn der heißer wäre, glaubst du? Ja, aber ehrlich gesagt, dass du Fleisch hast und Spur zu wenig Fett mehr. Okay, okay. Aber auch vor allem die Smash-Technik hat auch. Also bin ich schuld. Ich bin schuld. Okay. Ja, bei mir war es ja auch nicht optimal. Ja. Aber nur eine Frage, aber magst du den Käse nicht geschmolzen haben? Oh mein Gott. Also das werde ich auf jeden Fall nicht mehr gewinnen. Ja, das wird jetzt eine enge Nummer. Ich würde auch immer so ein bisschen graben und den Juice mitnehmen. Ah ne, dass da nichts wieder reinfällt. Ich glaube, die Menge ist gut, ja? Du musst dann entscheiden, welcher Burger besser ist. Aber ehrlich sein. Ja. Irgendwas stimmt doch hier nicht, oder? Ah, jetzt. Drück mal richtig. Fingerprint Sand. Passt. Hey! Habe ich irgendwas vergessen? Das ist eine gute Menge. Der sieht nicht zu sauber. Zu sauber aus. Ich finde ihn geil. Ja? Nein, stimmt, du musst doch eine Benotung abgeben. Also ich muss sagen, er hat es echt gut gemacht. Für das, dass er, hätte ich mir ehrlich gesagt nicht gedacht, für das, dass er so eine große Klappe hat und so viel kritisiert. Nein, aber ohne Spaß, er hat es gut hinbekommen. Und man merkt auch, er weiß genau, welche Punkte sitzen sollen und alles andere sind nur so Abläufe. Ich würde der Optik selber so eine 7 von 10 geben. Ich finde, der sieht nicht schlecht aus. Die Kruste, die ist es nicht. Ja? Ansonsten habe ich mich ganz gut angestellt, würde ich sagen. Ich weiß auch noch nicht, was er jetzt drin gesagt hat. Ich hätte das Salz vergessen, ja, wo immer ich mecker so. Aber ist jetzt so, wie es ist. Ich finde jetzt nur, es ist schlecht, wenn ich meinen eigenen Burger bewerte. Deswegen, Arlan, du hast den ersten Biss, komm. Die wichtigste Frage ist erstmal, merkt man einen Unterschied? Ich glaube, das ist schwer zu sagen, weil das Produkt schmeckt durch diese Soße fast immer... Okay. Identisch, weißt du, was ich meine? Mhm. Natürlich kann ich jetzt sagen, da ist mehr Kruste. Ja. Er hat vielleicht ein bisschen mehr von diesem Salat oder diese Mischung. War mehr drin bei ihm. Ja. Aber es sind Kleinigkeiten. Okay. Der ist deutlich besser als Bart. Ich würde was sagen, dass bei ihm das Brot ein bisschen luftiger war.
Er hat es irgendwie besser angetoastet. Ansonsten schmeckt er sehr ähnlich. Ich habe aber das Gefühl, dass bei manchen Stellen das Fleisch wirklich eine bessere Kruste hat jetzt. Das könnte sein. Also hier sieht man, es ist schon sehr dünn gesmashed. Das sind 2,5 mm maximal. Das untere Patty habe ich nur leider nicht so gut gesmashed. Und ansonsten, bei ihm war es auch noch rosaner. Bei mir ist es schon ziemlich tot gebraten. Also ja, er liegt vorne. Ja, damn. Aber ja, wenn du gute Zutaten hast, dann kann auch mal dein Burgerbraten ein bisschen verkacken. In diesem Sinne, Ladies and Gentlemen, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like und einen Kommentar da. Schaut bei der Speisekammer vorbei, falls ihr diesen Burger noch nicht gegessen habt. Schreibt mir in die Kommentare, wie ihr ihn findet. Bin am Überlegen, ob wir die Top 3 von Wien irgendwann testen nach dieser ganzen LA-Reise mit Lukas zusammen. So, wir testen diese 3 Burger zusammen und wie viel machen wir? 3000 Likes, dann bringe ich Lukas hierher und dann schauen wir mal, was er dazu sagt. Peace out, A-Town. Zu leid, es habe mit der Seil nichts zu tun, wenn du mich fragst. Ich habe gerade so ein bisschen gegessen, also da ist auch zu wenig Fleisch auf dem Patty. Genau. Von dem, den ich gemacht habe. Und viel zu viel Pfeffer. Also ich habe den schon noch verkackt. Der Burger so an sich ist so lecker, aber kann mit dem ersten, den wir gegessen haben, nicht mithalten.